Da mein Video 5 Features, die noch kommen werden, so gut ankam, dachte ich mir, ein weiteres Video derart aufzunehmen. Nur geht es heute nicht um Features im Allgemeinen, sondern speziell um Mobs, die uns noch auf der Konsole erwarten. Diese Mobs kommen mit dem 1.9 und dem 1.10 Update, was zwar noch einige Zeit dauern kann, aber trotzdem auf jeden Fall eine bestätigte Sache ist. Ich möchte vorher noch kurz darauf hinweisen, dass das hier keine bestimmte Reihenfolge von gut zu schlecht oder von schlecht zu gut ist. Es ist einfach eine zufällige Anordnung der ganzen Kreaturen. Kommen wir somit auch direkt schon zum allerersten Mob, und zwar dem Eiswanderer. Die Eiswanderer gehören, wie man unschwer erkennen kann, zu der Skelettfamilie und verhalten sich auch exakt so wie sie. Neben den Unterschieden, dass sie nur in kalten Biomen spawnen und Lumpen am Körper tragen, feuern sie statt normale Pfeile, Pfeile der Langsamkeit ab. Lebensenergie, Spawnwahrscheinlichkeit und Angriffsschaden sind identisch mit einem normalen Skelett. Auch der Eiswanderer kann wie normale Skelette, wie jeder von euch wissen müsste, auch auf Spinnen reiten. Die nächste Kreatur, die auch wie der Eiswanderer mit der 1.10 Version dazukommt, ist der Wüstenzombie. Der Wüstenzombie, könnte man sagen, ist sozusagen die warme Version von einem normalen Zombie. Er spawnt in Wüsten und in Biomvarianten der Wüste. Sie haben den Körper von Zombies, doch ihre Haut ist grau-braun, würde ich mal sagen. Sie tragen außerdem noch zerfetzte dunkelbraune Hosen und Beigehemden und Kapuzen. Wie auch bei normalen Zombies gibt es eine Babyversion, die auch auf Hühnern reiten kann. Wüstenzombies verhalten sich an sich fast genauso wie normale Zombies, nur brennen sie nicht bei Tageslicht und geben dem Spieler beim Angriff den Statuseffekt Hunger. Eine weitere sehr interessante Kreatur ist der Schalker. Der Schalker ist ein aggressives Monster, welches in Endsiedlungen spawnt. Schalker funktionieren ähnlich wie eine Muschel. Wenn er geschlossen ist, nimmt er weniger Schaden und auch Pfeile prallen an ihn ab. Und wenn er geöffnet ist, nimmt er wie gewohnt durch beide Sachen gewöhnlichen Schaden. Sie verhalten sich ruhig und öffnen sich hier und da mal, um die Umgebung im Auge zu behalten. Wie viele Sachen im Ende können sich Schalker bei Kontakt mit Lava oder Wasser ebenfalls wegteleportieren. Der Schalker greift mit sogenannten Schalkergeschossen an. Das sind fliegende Objekte, die den Spieler anvisieren und verfolgen. Bei Kontakt mit dem Geschoss erleidet man 2 Schaden und bekommt den Statuseffekt Schwebekraft. Der Spieler schwebt also sofort in die Höhe. Das Ganze kann natürlich auf den ersten Blick sehr praktisch sein, um irgendwo hochzuklettern oder um irgendwo hochzukommen. Doch man sollte immer die Dauer des Effekts im Auge behalten, da man bei ordentlicher Höhe durch den Fall auf jeden Fall draufgehen kann. Die nächste 1.9 Kreatur ist der Skelettreiter. Er ist ein sehr seltenes Monster, also ein Skelett, das auf einem Skelettpferd reitet. Der Spawn eines solchen Skelettreiters läuft folgendermaßen ab. Mit geringer Wahrscheinlichkeit kann bei einem Blitzschlag ein sogenanntes Skelettfallenpferd gespawnt werden. Auf den ersten Blick sieht es aus wie ein gewöhnliches normales Pferd, doch sobald man sich ihm auf 10 Blöcke nähert, entpuppt es sich als Falle. Ein weiterer Blitz schlägt diesmal das Pferd ein, was sich anschließend in ein Skelettpferd mit 26,5 Herzen Lebensenergie verwandelt. Danach spawnt es 3 weitere Skelettpferde, jedoch nur mit normalem Pferdeleben. Ist der Schwierigkeitsgrad höher als friedlich, sitzen auf den Pferden Skelette mit folgenden Fähigkeiten. Sie sind für 3 Sekunden unverwundbar, sie despawnen nicht, auch wenn man sich von ihnen entfernt. Falls sie nicht mit einem zufälligen Helm spawnen, tragen sie mindestens einen Eisenhelm und brennen daher nicht, auch wenn es Tag ist. Helm und Bogen sind verzaubert, die Stärke hängt vom Schwierigkeitsgrad ab. Wenn man das Skelett Fallenpferd mit Wasser in ein Netherportal transportiert und im Nether auslöst, so spawnen statt normaler Skelette auch Wither-Skelette. Diese tragen ebenfalls einen verzauberten Eisenhelm, sind allerdings mit einem verzauberten Steinschwert ausgerüstet. Wenn sich kein Spieler dem Skelettfallenpferd innerhalb von 15 Minuten nähert, despawnt es, ohne die Falle auszulösen. Skelettpferde und Skelettreiter kommen ansonsten nicht im Spiel vor. Die letzte Kreatur, die mit der 1.10 Version dazukommt, ist der Eisbär. Eisbären sind neutrale Kreaturen, die in kalten Biomen spawnen. Ausgewachsene Eisbären werden nur aggressiv, wenn man sie schlägt oder wenn man sich in einem Radius von 20 Blöcken zu ihren Jungen befindet. Wenn man einen Eisbären tötet, kann er 2 Dinge droppen. Entweder einen rohen Kabeljau oder einen rohen Lachs. Das waren die 5 Mobs, die uns in Zukunft auf den Konsolen erwarten werden. Schreibt mal gerne eure Favoriten dieser 5 Mobs in die Kommentare, also welche ihr am interessantesten findet und welche wiederum am uninteressantesten. Ebenfalls, falls du das vorherige Video 5 Features, die noch kommen werden, noch nicht gesehen hast, klicke einfach hier auf den Bildschirm oder auf den Link in der Beschreibung, weil dieses Video auch, denke ich mal, sehr interessant sein dürfte. Falls du immer die heißesten Neuigkeiten zum Update schnellstmöglich haben möchtest, würde ich dir das Abonnieren meines Kanals empfehlen. Falls dir das Video gefallen hat, würde ich mich ebenfalls über eine positive Bewertung sehr freuen. Nun wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.